Mein Name ist Klaus. Ich bin 20 Jahre alt und wohne seit nunmehr einem Jahr in Berlin. Ob Berlin auch meine Heimat ist? Ja. Und eigentlich lässt sich das ganz leicht erklären. Aufgewachsen bin ich in einem 500 Einwohner großen Dorf in Niedersachsen. Den Großteil meiner Kindheit habe ich dort verbracht. Das sei eigentlich meine Heimat? Nein. Ich bin dort nur aufgewachsen, habe aber nie das gefunden, was ich brauche, um zu sagen, es sei meine Heimat. 2011 ging es nach Berlin. Ich habe große Hoffnung in den neuen Ort gesteckt. So einfach und gut das klingt, so einfach ist es leider nicht. Aber dennoch ist Berlin meine Heimat. Jeder Tag mit Klaus ist ein wunderbarer Tag. Hat sie nicht mehr alle. Es gibt viele Kleinigkeiten, mit denen ich mir selbst die Hauptstadt zur neuen Heimat gemacht habe. Ich kann hier um jede Zeit und an 1000 verschiedenen Orten alle Menschen treffen, die zu meinem Leben gehören. Ich kann das studieren, was ich mir wünsche. Ich kann arbeiten, wo ich mich wohlfühle und in einem Bereich, in den ich schon immer wollte. Ich kann um jede Zeit das machen, wonach ich mich fühle, und nichts bindet mich mehr. Ich habe mir einen Ort geschaffen, in dem ich wirklich leben kann und leben will. Meine neue Heimat zwischen Millionen Menschen, die hier auch ihre Heimat gefunden haben. In einer Zeit, in der besonders junge Menschen in Großstädte aufbrechen, ist der Geburtsort nicht mehr gleichzeitig die Heimat. Vielleicht ist es ein Ort, an den man gern zurückdenkt. Aber Heimat ist individuell. Jeder kann sie sich schaffen. Und das habe ich gemacht. Ob ich mir vorstellen kann, noch einmal eine neue Heimat zu finden? Ja, es muss nur passen.